Wir sind Zoe und Merlin. 2020 haben wir uns einen Sprinter gekauft, ihn zum Campervan umgebaut und leben nun schon seit über einem Jahr darin. Unser mobiles Zuhause auf Rädern hat uns schon zu den schönsten Orten Europas gebracht und sogar über Europas Grenzen hinaus. Doch auch nach all diesen Monaten auf Reisen sind wir immer wieder überrascht davon, wie schön diese Erde doch ist. Ich liebe Kreta! Geile Insel. Love it. Ach ja, und da war ja noch was. Ich habe eine neue Frisur. Scheiße. Oh nein. Du siehst aus wie Rudi Völler. Ja, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Leider, heute rasiere ich meine Haare ab. Ganz schön lang und so dick und so knotig. Ich meine es ernst, ich werde mir heute die Haare abrasieren. Und weil die so lang sind und das ja irgendwie auch eine Verschwendung wäre, sie einfach wegzuschmeißen, werde ich die spenden. Die sind gerade lang genug und dafür muss ich sie vorher jetzt, bevor ich sie abschneide, in Zöpfe flechten, damit sie nicht durcheinander gehen und verloren gehen. Und damit fangen wir jetzt an. Ah! Leider. Also ich schneide jetzt die Zöpfe ab, okay? Mach was? Na, wenn ich es jetzt mache, dann... Ich muss es jetzt machen. Oh Gott. Okay, ich mach's. Ja. Oh, Scheiße. Oh nein. Oh nein. Du siehst aus wie Rudi Völler. Das ist übrigens mein alter Rasierer, der schon so... Keine Ahnung. 10 Jahre alt und der Akku ist kaputt, deswegen müssen wir den immer in Jack restecken, damit der funktioniert. Stell mal vor, der geht jetzt mittendrin aus. Dann habe ich so eine halbe rasierte. Oh, der hört sich schon ganz schön schwach an. Ah! Oh. Ich bin nicht so gut am Rasieren. Soll ich das lieber machen? Ja, mach du das lieber. Danke. Was hast du gesagt? Ich habe eine lustige Kopfform. Sondern Spaß. Wehe, das ist halt auch ein bisschen meine Angst, dass jetzt hier so ganz irgendwelche Sachen zum Vorschein kommen, wie zum Beispiel irgendwelche Hubbel oder so, von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt. Oder ein Einhorn. Oder ein Einhorn. Okay, weiter, wir sind noch nicht fertig. Fertig. Ich finde, sieht gut aus. Ja? Ich auch. Also, überrascht es nicht. Nö, zwar ist echt ein bisschen befreiend, finde ich. Guck mal, ich habe hier, normal hängen immer die Haare runter, wenn sie nicht runterhängen, dann sind sie hier oben drauf geknotet und fallen da auch irgendwie, es zuppelt die ganze Zeit und jetzt ist einfach nichts mehr da. Krass. Nice. Und wenn es euch nicht gefällt, müsst ihr mir das nicht sagen. Bei mir ist es nämlich scheißegal, mir gefällt es nämlich. Nice! Yeah, baby! Okay, wir gehen jetzt mal runter ans Wasser, weil ich komplett voll mit Haaren bin und Merlin auch. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt alle, warum ich das denn gemacht habe. Und eigentlich, es gibt jetzt keinen tiefen Grund. Ich habe mir schon länger überlegt, dass ich das einfach gerne mal machen würde. Ich wollte gern wissen, wie ich aussehe ohne meine Haare, weil man... versteckt sich ja doch häufig hinter den Haaren. Ich hatte diese langen, blonden, lockigen Haare und mein Gesicht ist darunter halt so ein bisschen ja, verloren gegangen. Also war darunter versteckt und ich habe mich gefragt, wie sieht das aus ohne die Haare? Ja, alles. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt, wann dann? Und am Ende sind es halt auch nur Haare, die wachsen nach. Und ja, jetzt habe ich eben nicht mehr so viele Haare auf dem Kopf und ich fühle mich sehr, sehr wohl damit. Und ich bin stolz auf mich und freue mich, dass ich das gemacht habe. So, gehen wir direkt rein? Auf geht's! Ja? Hat das gut getan! Lotte hatte keine Lust mitzukommen, ne? Da waren zu viele Wellen. Aber das hat so gut getan. Oh. Und wisst ihr was richtig?
entspannt ist. Die Haare sind einfach jetzt schon direkt wieder trocken und ich muss mich nicht drum kümmern. Yay! Jetzt habe ich längere Haare. Das stimmt. Und so röstet man Brot an, ohne dass man die Pfanne kaputt macht. Wir machen das normalerweise immer in der Pfanne heiß. Und irgendwie haben wir, glaube ich, unsere Pfanne damit geschrottet. Deswegen legen wir es jetzt einfach mal direkt aufs Gas. Funktioniert genauso gut. Guten. Es ist 14.10 Uhr und wir frühstücken. Richtiger Sonntag. Irgendwie passiert uns das voll oft, dass wir irgendwas anfangen. Ob es jetzt ein Projekt ist oder irgendwas anfangen zu arbeiten. Noch vor dem Frühstück und dann vergessen wir irgendwie immer zu essen. Dann fällt uns irgendwann gegen Mittag oder gegen Nachmittag auf, dass wir den ganzen Tag noch nichts gegessen haben. Obwohl wir eigentlich sehr viel essen. Eigentlich essen wir richtig viel. Das ist irgendwie weird. So, in klassischer Sonntagsmanier haben wir jetzt gerade noch mal ein bisschen entspannt und gechillt. Aber wir müssen heute auf jeden Fall noch unser Wasser auffüllen, unseren Wassertank. Deswegen machen wir uns jetzt mal los. Weil eigentlich will ich heute gar nicht so viel machen. Wir gehen jetzt Wasser auffüllen, dann finden wir hoffentlich schnell einen neuen Platz und dann können wir wieder ein bisschen ruhig machen, oder? I've been spending far too much time with my headphones on. I've been learning all the words as I listen to the same old song. Es fühlt sich so komisch an, den Wind in meinen Haaren zu spüren. Ich merke den. So ganz anders. Oh, and you know how it goes, I suppose, to each their own. Und? Läuft. Das kann dauern. Wir haben nur einen Kanister, sonst würde ich natürlich helfen. Klar. Aber so sonne ich mich ein bisschen. Ah. Sowohl in Griechenland als auch eigentlich in der Türkei und in Georgien haben wir immer ohne Probleme gute, frische Wasserquellen gefunden. Es gibt hier ganz viele Brunnen, die halt öffentlich zugänglich sind, wo wir uns Wasser abzapfen können. Und ja, ist natürlich super cool, dass es hier sowas gibt. Und ich denke mal, also ich glaube, das wird von den Locals halt auch ganz viel genutzt. Und wir freuen uns, dass wir davon auch profitieren können. Aber wir haben es jetzt nicht mehr weit bis zum Stellplatz. 10 Minuten. Wir fahren jetzt ein Stückchen wieder Richtung Osten. Kannst du hier umdrehen? Genau. Okay, wir drehen mal um. Hä? Wir hätten gar nicht umdrehen müssen. Hä? Aber eben hat es gesagt, wir sollen umdrehen. Aber jetzt, nee, jetzt musst du wieder umdrehen, weil es steht da 18 Minuten anstatt 10. Boah, das kann doch nicht sein. Google. Oh, nochmal. Hast du das Schild schon gezeigt? Was steht da? Da steht Bad Road auf dem Schild. Und bis jetzt haben wir in Griechenland schon da ziemlich krasse Straßen gesehen, die nicht als Bad Road ausgeschildert wurden. Deswegen will ich jetzt gar nicht wissen, was das für eine Straße ist. Okay, jetzt haben wir's. Auf zum Stellplatz. Fertig. Fertig. Jetzt mache ich heute nichts mehr. Jetzt wird es mal allerhöchste Zeit für einen zweiten Kaffee, würde ich sagen. Es ist schon 17 Uhr. Ah, ich liebe den Sommer. Ich auch. Ich habe mich so lange drauf gefreut. Und genauso habe ich mir vorgestellt. Es ist das angenehme Gefühl, dass man einfach kurze Hose und einen Top anzieht und man ist fertig angezogen. Man muss nicht so 5 Laken anziehen, das T-Shirt in die Hose stecken und dann noch hohe Socken und die Stiefel und dann noch eine Mütze. Sondern man kann einfach aufstehen, was anziehen und rausgehen und man kann draußen sitzen, die Tür offen lassen. That's my life, baby. That's summer, baby. Ich hoffe, bei euch in Deutschland kommt der Sommer auch bald wieder. Es ist doch gerade kalt, oder? Wir schicken euch ganz viel Sonne rüber. Thank you.
Ich habe irgendwie so richtig Cravings nach Würstchen gerade gehabt. Aber wir haben keine. Und jetzt versuche ich welche selber zu machen. Und es wird euch überraschen, nicht aus Tofu. Wir haben hier Seitanpulver. Das ist quasi einfach nur Weizenprotein. Da steht es ja drauf. Und wenn man das Ganze als zu so einer Mehlmasse verarbeitet, dann wird da so ein Teig draus. Und wenn man den dünstet, dann kommt da halt irgendwas raus, was Biss hat. Das wird oft auch als Fleischersatz benutzt. Wir hatten zum Beispiel schon Gyros und ähnliche Sachen aus Seitan. Und das schmeckt eigentlich mega gut. Und jetzt habe ich mal so eine Anleitung im Internet rausgesucht und probiere das einfach mal. So, ich bin jetzt auch wirklich nicht so bewandert, was die Chemie angeht, aber ich glaube, warum Seitan so gut geeignet ist, ist, dass das eigentlich reines Gluten ist und wenn man das so zusammenknetet, dann wird es so zäh. Das sieht man jetzt ja schon auch, wie das hier so faserig zäh wird. Okay, kleine Planänderung, irgendwie kriege ich das nicht hin, das in so Würstchen zu formen, weil das wie gesagt halt super fest wird, also die Form lässt sich nicht mehr so leicht beeinflussen. Deshalb habe ich das Ganze jetzt einfach so als einen Klumpen, da, habe ich das jetzt einfach als einen Klumpen genommen und das muss jetzt noch in der Folie für ungefähr 40 Minuten gedünstet werden und danach will ich das dann einfach mit dem Messer so klein schnippeln, so Gyros-Style und wird bestimmt trotzdem schmecken. Was ist das denn? Lach nicht! Das sieht ja weird aus. Ja. Ist das so? Weiß jetzt auch nicht genau, ob das so muss. Okay, ich nehme alles zurück, was ich gerade über diesen Seitanklumpen gesagt habe. Es sieht richtig geil aus. Tja. Bring it on! Nice. Schau, wie geil das aussieht. Das ist jetzt gebratener Seitan. Yes. Klumpen. Mmh. Lecker. Und wisst ihr, was das Beste an der ganzen Sache ist? Wir sitzen hier um. Wie viel war hier? 19:52 Uhr. Um kurz vor 8 mit offener Tür und schauen aufs Meer. Wir haben uns vorgenommen, heute mal wieder einen Film zu gucken. Weil, auch wenn es vielleicht komisch klingt, wir gucken fast keine Filme. Irgendwie. Warum klingt das komisch? Weil wir The Film People sind. Aber irgendwie, ja, uns macht es meistens nicht so Spaß, das auf einem kleinen Bildschirm zu gucken. Wir würden gerne ins Kino gehen, aber das ergibt sich halt meistens nicht so. Aber jetzt haben wir uns vorgenommen, wir wollen jeden Oscar-Film 2022 gucken. Auch von den kleinen Kategorien. Auch besten. Kann es losgehen? Ja. Wir gucken heute Dune. Ich weiß nicht, für was der einen Oscar gewonnen hat. Ganz viele. Unter anderem beste Kamera, deswegen will ich den gucken. Okay. Ja, und wahrscheinlich ist heute das letzte Mal, dass wir einen Film auf einem kleinen Bildschirm gucken müssen. Weil bald haben wir einen Beamer. Ha! Richtig cool. Freue ich mich schon drauf. Okay. Let's get going. Ich stehe da, das Kino fehlen. Guten Morgen. Es ist 5:30 Uhr. So früh waren wir schon ewig nicht mehr wach. Aber wir wollen heute mal wieder was machen, was wir schon lange nicht gemacht haben. Und zwar den Sonnenaufgang angucken. Und dafür müssen wir jetzt noch ein Stückchen fahren. Deswegen raus aus den Federn. Oh Mann. Na dann geht's mal los. Uiuiui, ist das früh. Jetzt festfahren. Das wäre ärgerlich. Hast du gut geschlafen? Ist das überhaupt früh für dich oder ist das genau deine Zeit? Nicht gerade. Und den Sonnenaufgang haben wir auch nicht gesehen. Aber wir gehen jetzt noch zum Strand. Das soll nämlich schön sein.
Wir sind hier ganz im Nordwesten von Kreta am Balos Beach. Der liegt in einem Naturschutzgebiet hier. Und das Besondere daran ist, dass es hier wie so eine kleine Lagune gibt, die total türkisfarbenes Wasser hat. Und es hat sieht schon fast aus wie in der Karibik, was ziemlich cool ist. Und ich glaube, in der Hauptsaison ist es hier richtig voll, weil auf Google Maps, wenn man sich mal die Satellitenansicht anguckt, dann sieht man, dass hier einfach Tausende von Autos stehen. Und wir haben den Strand heute ganz für uns, weil wir früh sind und es noch Nebensaison ist. Das ist richtig cool, dass wir ganz alleine hier sind. Es ist total schön. Ich liebe Kreta! Ich muss sagen, ich bin echt beeindruckt von Kreta, weil es einfach super vielfältig ist hier, die Landschaft. Und was echt immer wieder cool ist zu sehen, ist, dass man hier so richtige krasse Steilküsten oder halt auch teilweise richtige Berge hat, die bis ans Meer rangehen. Es ist einfach so eine Landschaft, die findet man nicht einfach überall in Europa. Und hier auf Kreta gibt es das halt echt haufenweise. Also, geile Insel. Love it. Uiuiui, wir wurden hier ganz schön durchgeblasen heute Morgen. Hier ist es richtig stürmisch und das liegt, glaube ich, vor allem daran, dass wir hier auf so einer Landzunge sind, die quasi sich Richtung Norden erstreckt und halt wirklich ins Meer reingeht. Und ich glaube, dadurch kann der Wind hier einfach richtig ungehindert durchpusten. Und wir wurden ein paar Mal fast umgeworfen, weil der Wind so krass war. Aber es war trotzdem schön. Und jetzt wird es langsam echt warm, jetzt wo die Sonne rauskommt hier im Van. Also, heute ist Freitag. Wir haben euch das letzte Mal am Sonntag gesehen, also es ist jetzt schon fast eine Woche vergangen, seit ich mir die Haare geschnitten habe. Und heute kommen meine Eltern. Meine Eltern besuchen uns jetzt für eine Woche und die sind schon gelandet. Und wir werden jetzt die nächsten Tage zusammen in einem Ferienhaus verbringen. Und wir müssen dafür jetzt nochmal einkaufen gehen, für 4 Leute, für die nächste Woche, bevor wir dann meine Eltern treffen. Deswegen mieten wir uns jetzt erstmal einen Anhänger. Für die Einkäufe. Genau. Deswegen fahren wir jetzt mal wieder hier diese Schotterpiste runter und fahren mal zum Supermarkt. Haben wir ein bisschen übertrieben? Ich glaube nicht. Okay. Haben wir es übertrieben? Einkaufen für 4 Personen? Bin ich nicht mehr gewohnt. Aber ich glaube nicht. Wir haben hauptsächlich Gemüse gekauft und Obst. 113 Euro. Ich fand das schon okay. Das wir haben richtig, richtig viel Obst und Gemüse gekauft. Dann noch ein bisschen trockene Zutaten. Und Konserven und so weiter. Bisschen Wein. Bisschen Limo. Alles, was man für einen Urlaub halt so braucht. Mhm. Jetzt müssen wir nur gucken, ob das hier reinpasst. Okay, Essen verstaut. Check. Lotta musste ihre Höhle räumen. Blöd. Blöd. So, wir machen uns jetzt mal auf den Weg zu dem Häuschen, was meine Eltern gemietet haben. Und da treffen wir die dann auch gleich. Ja, ich habe denen noch nichts gesagt von meiner neuen Frisur. Obwohl es ja schon ein paar Tage her ist. Ich habe in den letzten 5 Tagen nirgendwo meinen Kopf, mein Gesicht gezeigt auf Instagram und sonst wo. Das heißt, die wissen nichts davon. Ich bin mal gespannt, wie sie darauf reagieren. Nein! Was tust du? Ei, 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 jetzt beruhig dich. Lotta, bist du lieb? Super, du bist lieb. Super. Hallo. Super. Ei, 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 alle Haare weg. Die wachsen ja wieder nach. Die wachsen wieder nach. Seit wann hast du das? Seit Sonntag. So, meine Eltern kennt ihr vielleicht schon von den Ausbauvideos, wenn ihr damals schon dabei wart. Und wir haben uns jetzt seit September nicht mehr gesehen, oder? Anfang September, ja. Krass. Ja, ich bin ganz froh, dass ihr da seid. Ja, schön.
Was soll ich also dran gewöhnen hier? Okay. So, wir haben uns jetzt hier in unserem Häuschen eingerichtet. Das ist richtig schön, aber wir zeigen euch das nächste Woche, weil wir werden jetzt hier die nächste Woche zusammen mit meinen Eltern drin wohnen. Ja. Und wir gehen jetzt mal eine kleine Runde spazieren zusammen. Weil das Wetter ist voll schön und warum auch nicht. Oder? Mhm. Und meine Mama hat Lotta schon entführt. Die kannten sich ja noch nicht. Also wir haben ja Lotta vor einem halben Jahr adoptiert, nachdem wir aus Deutschland wieder losgefahren sind. Und ich war sehr gespannt, wie das so läuft. Aber ich glaube, die verstehen sich ganz gut. Ich wollte nochmal einen Shoutout an meine Freundin Hannah geben. Die hat mir so eine richtig schöne Sonnenbrillenkette gemacht. Danke, Hannah. Ich finde es richtig, richtig schön. Mua. Na, wie läuft? Sehr gut. Bist du ab jetzt Lotta im Agassi? So, vor uns geht es jetzt hier quer durch den Olivenhain. Wir versuchen hier auf so einen Hügel drauf zu kommen. Jetzt sehen wir von da aus dann die Stelle, wo wir heute Morgen waren, wo der Karibikstrand ist. Das ist zumindest unsere Hoffnung. Wir sind wieder zu Hause und wir haben jetzt was, was wir unseren Eltern verraten müssen. Eine große Neuigkeit, die wir auch ganz bald mit euch teilen wollen. Aber erstmal werden wir das hier besprechen. Deswegen verabschieden wir uns an dieser Stelle für euch. Danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen euch nächsten Sonntag wieder. Bleibt spannend. Tschüss. Tschüssi. Ciao. Ciao. Was sagst du dazu, Lotta? Du quietscht. Bleib mal da so stehen, wir machen hier ein Bild rein von Rudi Völler. Wer ist denn Rudi Völler? Ist so ein Fußballtyp, oder? Ich glaube, der Bundestrainer. Das war vor meiner Zeit. Komm, Lotta, wir heulen. Oh!